Das hier wäre vielleicht eine passende Geldanlage. Der Whisky da auf dem Tisch könnte so etwas sein wie flüssiges Gold. Wir haben hier einen Constellation von Delmore von 1979. Und diese Flasche liegt hier bei rund 17.000 Euro momentan. Einen Käufer für die Flasche zu finden, sollte für Whiskyhändler Tim Tünnermann kein Problem sein. Denn der Whiskymarkt boomt, nicht weil plötzlich alle Welt mehr davon trinken will. Vielmehr haben viele Anleger Whisky als Geldanlage entdeckt. Auch wir haben Kunden, die wirklich sehr viel Geld zur Verfügung haben und auch über Summen oder Summen investieren, die für einen Normalbürger fast nicht vorstellbar sind. Aber wir haben auch wirklich den Kleinanleger. Die Nachfrage ist groß, entsprechend schnell steigen die Preise. Whisky ist so zum lukrativen Spekulationsobjekt geworden. Dabei gilt, je älter der Whisky, desto wertvoller ist er. Diese Flasche zum Beispiel stammt aus dem Jahr 1939. Bei der Flasche liegen wir bei ca. 1600 Euro. Und die hat früher im Pub wahrscheinlich in ein paar Pence gekostet. Aber auch jüngere Whiskys legen schnell an Wert zu. Wir liegen hier momentan bei roundabout 400 Euro. Der Whisky hat mal um die 200 Euro gekostet, das ist jetzt 3 Jahre her. Er hat den Whisky-Boom ungewollt mit ausgelöst. EZB-Chef Mario Draghi hat in den vergangenen Jahren den Leitzins immer weiter gesenkt, zuletzt auf 0%. Konsequenz: Zinsen auf das Gesparte gibt's kaum noch. Deshalb flüchten viele Anleger in die sogenannten Sachwerte, Gold, Immobilien, Aktien, Antiquitäten, Oldtimer und Kunst oder eben Whisky. Whisky hat einfach den schönen Effekt, dass man einen wirklichen Gegenwert hat, einen physischen Gegenwert. Man kauft eine Flasche Whisky, die einem auch gehört. Dass es mit dem Whisky-Boom aber weitergeht, ist alles andere als sicher. Weltweit wird die Produktion momentan ausgebaut. Das könnte die Preise in ein paar Jahren wieder drücken. Und der boomende Markt lockt Betrüger an. Es gibt in der Zwischenzeit von vielen Whiskys Fälschungen, die so gut gemacht sind, dass auch Fachleute diese nur sehr schwer erkennen können. Und es gäbe nichts Fataleres, wenn sie ihr erspartes Geld in einer Fälschung anlegen und in ein paar Jahren, wenn sie den Whisky verkaufen möchten, feststellen, dass er eben nicht echt ist. Auch beim Whisky gilt eben keine Rendite ohne Risiko. Einen Vorteil aber hat das Investment in Scotch & Co. Sollte der vermeintlich edle Tropfen mal an Wert verlieren, kann man ihn immer noch trinken. Tja, wer hätte gedacht, dass man sein Geld in Whisky anlegen kann? ZDF-Finanzexperte Frank Bethnemann ist noch einmal bei uns. Was halten Sie denn davon, sein Geld in Whisky anzulegen? Zunächst mal, ich bin kein Whisky-Trinker, aber man muss sich mit Whisky gut auskennen, wenn es eine Geldanlage sein soll. Und es klang ja eben schon an, da sind auch viele Fälscher unterwegs. Aber man kann so ein paar Tipps geben. Also es sollte ein Whisky sein, der von einer bestimmten Destillerie ist. Also eine Originalabfüllung, nicht irgendwelche Mischungen. Schön ist auch immer, wenn ein Jahrgang auf der Flasche draufsteht oder wenn es eine Serie in einer limitierten Auflage gibt, bis zu 10.000 Flaschen, dann kann man sozusagen da vielleicht mal einsteigen. Echte Whisky-Trinker sagen immer, sie kaufen eigentlich immer 3 Flaschen. Eine zum Sammeln, eine zum Tauschen und eine zum Genießen. Klar. Dann gibt es ja die unterschiedlichsten Sachwerte, in die man investieren kann. Was sind denn Ihrer Meinung nach die sinnvollsten? Also ich bin ein relativer Freund von Gold, weil da werden jetzt einige aufstöhnen und sagen, Mensch, gibt es ja überhaupt keine Zinsen drauf. Aber Gold kann man immer noch mehrwertsteuerfrei kaufen. Mhm. Und ähnlich wie bei Whisky ist es zum Beispiel so, man hat ja dann auch wirklich, wenn man so einen Goldbarren oder so einen Krügerrand hat, man hat ja auch wirklich was in der Hand. Und dann sollte man noch wissen, dass Gold immer so ein bisschen der Gegenspieler von Geld ist, von Bargeld. Je unsicherer die Situation um Geld herum wird, je weniger Kaufkraft Geld hat, je mehr Turbulenzen um uns herum sind, desto eher steigt der Preis des Goldes. Und dieser Mechanismus, der wird auch nicht außer Kraft gesetzt werden. Das sieht man jetzt im Übrigen auch wieder, wo der Goldpreis nach einer langen Durststrecke jetzt wieder langsam anfängt zu steigen. Wie sieht es aus mit Münzen? Münzen, Krügerrand zum Beispiel, sowas. Es gibt noch ein paar andere Goldmünzen, die man sozusagen auch nehmen kann, gar keine Frage. Nun, als Alternative zu Goldbarren oder auch Münzen, die Sie gerade genannt haben, werden auch Goldzertifikate oder Goldfonds angeboten. Wie sieht es damit aus?
Kann man auch machen. Ich mache da immer die Einschränkung, Zertifikate sind immer nur so viel wert, wie die Bank, die dieses Zertifikat ausgegeben hat. Also kaufen Sie ein Goldzertifikat der Deutschen Bank, müssen Sie daran glauben, dass es die Deutsche Bank eben immer geben wird. Dann ist auch dieses Zertifikat eine runde Sache. Es gibt ja auch sogenanntes Betongold, nämlich die Immobilien, in die viele auch gerne investieren. Insbesondere in den Städten sind in den letzten Jahren die Preise aber wirklich ordentlich gestiegen. Heißt das, man sollte jetzt die Finger davon lassen? Ich unterscheide da immer ganz gerne. Entschuldigung. Zum einen, wenn ich es für mich selber mache, dann ist es so der Wohlfühlfaktor, der eine ganz große Rolle spielt. Der ist ja auch was wert. Den kann man jetzt nicht sozusagen mit Geld und Zinsen und Rendite bemessen. Ist es wirklich eine reine Geldanlage, muss ich mittlerweile schon echt aufpassen. Denn ich muss ja auch sehen, dass ich diese Immobilie vermieten kann. Wenn die besten Lagen schon weg sind, muss ich halt gucken, ob in weniger guten Lagen das noch so ohne weiteres möglich ist. Denn allein niedrige Zinsen sind es dann auch nicht. Mhm. Viele vergessen dann immer mal, wenn ich für einen hohen Preis eine Immobilie mittlerweile kaufen muss, wie viele Jahre ich eigentlich abbezahlen muss, und sind dann überrascht, wenn sie feststellen, ja, die Immobilie habe ich mit 83 noch nicht abbezahlt. Ja, und die besten Lagen sind ja teilweise auch schon verkauft. Inzwischen steigen aber auch die Preise in den B-Lagen. Richtig. Und da muss man sich natürlich fragen, kriege ich das dann später auch vermietet und kann die Raten zahlen? Ganz genau, das ist sozusagen genau das Problem. Ja. Auch in Kunst und Oldtimer könnte man investieren. Könnte man. Meinen Sie, dass das sinnvoll ist? Könnte man, muss man sich ähnlich wie beim Whisky auch ein bisschen gut auskennen. Ich bin in den letzten Monaten ein bisschen unterwegs gewesen, mit prominenteren Persönlichkeiten mich zu unterhalten, was die denn so mit ihrem Geld machen. Und da kommt dann immer mal wieder, ja, ich habe mir einen alten Ferrari gekauft, kriegt man ja auch schon für 30.000, 40.000 Euro. Aber was man dabei berücksichtigen muss, ist, du hast laufende Kosten bei so einem Auto. Also Garagengold heißt, du brauchst eine Garage. Versicherungen sind auch nicht gerade billig bei solchen Exoten. Und dann hat man halt noch das Problem, das erzählte mir auch jemand, beim Ferrari zum Beispiel alle 5 Jahre einen Keilriemen wechseln, kostet bei Ferrari 5.000 Euro. Rücklage pro Jahr sind 1.000er, die muss man als Rendite dann auch erstmal verdienen. Okay, also da muss man schon absoluter Liebhaber sein. Muss man Liebhaber. Gut, aber bei Kunst hat man keine laufenden Kosten. Bei Kunst hat man die Versicherungskosten, aber nicht hohe Kosten. Und man sieht ja auch das Gemälde im Augenblick unheimlich marschieren. Ähnlich wie beim Whisky hat man dann vielleicht sogar auch noch was Schönes zum Angucken in der Wohnung. Allerdings ist die Schwierigkeit jetzt auch wieder, welcher Künstler? Ja, es gibt immer solche Glücksepochen. Brito, so ein brasilianischer Pop-Art-Künstler, hat dann geheißen, dass sich Madonna und andere Prominente denen dann in die Wohnung gehangen haben. Klar, dass dann die Preise natürlich nach oben gegangen sind, aber woher soll man das vorher wissen? Also diese Parameter, wann Kunst steigt und wann der Preis vielleicht fällt, die sind sehr schwer einzuschätzen. Investitionen und Sachwerte sind häufig, Sie haben es auch gerade schon gesagt, mit Risiken behaftet. Aufs Festgeld gibt es keine Zinsen. Irgendwie steckt ja der Kleinanleger in einem Dilemma. Welchen Ausweg gibt es denn? In einer ganz schwierigen Situation. Auch das klang ja eben schon im Beitrag an. Also Rendite ohne Risiko, die Zeiten sind definitiv vorbei. Wenn man also 2, 3 oder 4% Zinsen haben möchte, muss man bereit sein, etwas höheres Risiko zu gehen. Das ist leider so. Also da kann ich sozusagen jetzt auch nicht mit einer anderen, positiveren Botschaft unterwegs sein. Aber man kann natürlich sagen, wenn man zum Beispiel 5.000 Euro hat und legt das ein bisschen in Goldbahn oder Goldzertifikate an. Wichtig ist immer, dass man mischt, dass man vielleicht auch noch ein bisschen was aufs Tagesgeldkonto legt. Und wo ich auch ein Freund von bin, durchaus Fonds, Aktienfonds, da gibt es sogenannte ETFs, die bilden zum Beispiel den DAX ab, haben relativ niedrige Kosten. Und was viele in Deutschland immer unterschätzen, man partizipiert halt an der Entwicklung von Aktien und auch an dynamischen Vermögen von Unternehmen. Und da kann man auch in Form von Sparplänen planen, zum Beispiel, dass man jeden Monat 50, 100 Euro daran einbezahlt. Auch das ist eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass man das Risiko ein bisschen streut und nicht alles auf eine Karte setzt. Wir haben alle Tipps von Herrn Bethmann für Sie zusammengefasst. Auf unserer Homepage unter vollekanne.zdf.de können Sie auch gern mehrere Wochen lang nachlesen. Wir haben ein gutes Archiv. Dankeschön, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Alles Gute. Danke.